herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn ihr euch fragt, wie ich aussehe, ja, ihr seht richtig, ich sehe aus, als wenn ich wollte und nicht könnte. Und zwar habe ich mein Schminkverhalten als quasi Teenie nachgeschminkt. Und dies war halt einfach und ohne Kontur, ohne Rouge, nichts. Also es war wirklich nur... Also wenn man wollte und nicht könnte, also wenn man die Bilder heute sieht, dann denkt man sich, oh Gott, wie habe ich denn da wieder ausgesehen? Und ja, und darum geht es heute in meinem neuen Video. Das Intro war natürlich sehr lang, ich würde mich freuen, wenn ihr dran seid. Und zwar habe ich mich halt immer ganz einfach geschminkt. Und zwar habe ich immer so ein Soft and Matte Mousse Make-up benutzt. Weil ich halt als Jugendliche nicht wirklich mit Make-up umgehen konnte. Meistens habe ich immer die falschen Farben gekauft und das war dann immer, also und nicht richtig verteilt. Dann hatte man hier so Ränder und habe ich gesagt, komm, lässt es sein. Das kriegst du sowieso nicht hin, du bist zu blöd dafür. Und meistens habe ich dann dieses Soft Matte mit einer Creme verwendet, um das halt besser aufzutragen. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Also wer zum Teufel trägt denn noch Creme und Mousse auf? Also ich habe schon gesehen, dass noch einige dieses Mousse benutzen. Aber ich finde, das ist halt so, sag ich mal, das trocknet die Haut aus. Und die Deckkraft ist einfach miserabel. Da kann man nicht nichts anderes zu sagen. Das habe ich dann meistens immer nochmal mit einem Make-up-Puder, was eigentlich... Schwachsinn war, nochmal drüber gegangen, so dumm wie man ist, ne? Und ja, das ist jetzt nicht die originale Marke, die ich früher verwendet habe. Das ist jetzt die Marke von Rival de la Lute, das ist die Hauseigenmarke von Rossmann. Ich habe damals immer die Hausmarke von Schlecker benutzt, die nannte sich Basic, die war immer halt, ich sag mal, für Jugendliche. Man hatte nicht viel Geld und da musste dann immer erst das billige Zeug halten, Schminke erhalten. Und da hat man einfach das Billigste vom Billigsten genommen. Egal wie die Pigmentierung war, Hauptsache man hatte Schminke und man hatte auf jeden Fall dann was. Ne? Also das war scheißegal, von welcher Marke. Ja, und das Ganze habe ich dann noch mit einem Puder, bin ich dann nochmal drüber gegangen, auf voll hirnspinstig. Also ich habe mir einfach was ins Gesicht geklatscht, Hauptsache geschminkt, wie man dann halt so auch als Teenager ist, ne? Und wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich mir, oh Gott, wie konnte man das nur so machen? So, das Ganze habe ich dann einfach nur, ich hatte dann immer noch einen Lidschatten, den ich überhaupt drauf gemacht habe. Meistens war das irgendwie hier so ein Braunton. Ich habe jetzt hier so eine billige, ich weiß halt nachmachen wollte, ich habe hier so eine billige Lidschattenpalette, die hatte mal einen Euro Laden gekostet. Die lebt immer noch und ab und zu schminke ich auch noch mal was damit, aber eher so selten. Das bröselt dann eigentlich immer hier drauf und dann hatte man als, da lief man so in der Schule rum, dann hatte man hier noch so ein paar Krümel von dem Lidschatten, das sah bleh. Und das Ganze hat man dann einfach mit so einem Applikator hier, mit so einem kleinen Ding hier aufgetragen. Den hat man dann so lange benutzt, bis das, bis das der auseinandergefallen ist. Das war dann halt so. Nichts mit Pinsel oder hier Make-up-Schwämmchen oder sonstiges. Es wurde entweder mit der Hand, mit einem Applikator oder mit so einem, wie sagt man das, so ein, hier so ein, diese Lappen, die meistens immer in diesem Puderkästchen drin sind. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, dann wurde einfach hier nur ein Kajalstift benutzt. Ich habe jetzt hier einen von Essence, den ich noch irgendwie im Schrank hatte. Da war auch nichts mit Lidstrich und nichts. Da hatte ich, da kam ich erst viel später zu. Also ich mache das erst seit kurzem. Ich war eigentlich immer zu blöd, um einen Lidstrich zu ziehen. Also das war... Deswegen... habe ich dann hier immer so einen Kajalstift benutzt und dann habe ich hier oberhalb habe ich dann immer einen Kajalstrich gezogen und am unteren, nicht Wimpernkranz, sondern in die Lid, hier in das Lid.
Und das reichte mir, da war ich schon zufrieden mit. Dann habe ich mir gedacht, oh, sieht ja auch aus wie ein Lidstrich, ne? So, dann wurde einfach nur ein bisschen hier, ein bisschen Wimperntusche benutzt. Da konnte auch einfach die billigste vom billigsten, egal ob die die Wimpern zusammengeklatscht hat, also zusammengeklumpt hat oder nicht. Also da hat man nicht drauf geachtet, sind die Wimpern jetzt auseinander oder sind die Wimpern jetzt klebrig. Das war scheißegal, Hauptsache Wimperntusche. Und ja, das war es eigentlich auch schon. So war meine Schminkroutine morgens. Es dauerte keine 10 Minuten, dann war man fertig. Dann wurde einfach kein Lippenstift drauf gemacht, sondern einfach Labello hier mit Farbe oder was, keine Ahnung. Und das reichte dann. Da war das Schminken schon fertig. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke euch nochmal meine beiden letzten Videos in der Infobox und ich würde sagen, ich würde auch gerne, also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie euer Schminkverhalten war. Das würde mich auch gerne mal interessieren. Oder wie ihr euch momentan schminkt. Ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder und ich würde sagen, bis bald.